Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von CourseOfU Tech. Ja, wir beziehen uns heute mal auf eine Pressemitteilung, die uns Kaspersky zugeschickt hat vor ein paar Tagen. Also ist nicht mehr so ganz aktuell, aber wir haben gedacht, es ist trotzdem noch wichtig und deswegen gibt es dazu noch ein Video, wie ihr euren Remote Desktop Port ändern könnt. Erstmal, warum? Ja, was hat uns dazu angetrieben, so ein Video zu machen, beziehungsweise was ist der Hintergrund? Kaspersky hat in, wie sie es selbst nennen, einen Cyber-Schwarzmarkt, also ich gehe mal davon aus, das ist so ein, ja, fast eine Art Darknet, haben die eben mehrere tausend, um genau zu sein, über 70.000 Server aus 137 Ländern, haben die Remote-Desktop-Verbindungen gefunden, also sprich Remote-Desktop ist ja das gängige Protokoll, mit dem man Remote-Verbindungen von einem Rechner zum Beispiel auf einen Server aufbauen kann, aber auch untereinander zwischen Windows-Betriebssystemen. So, dieses Protokoll wird im IT-Business eigentlich, ja, täglich benutzt, würde ich mal sagen. Und das ist relativ komfortabel, relativ schön. Man kann Fernsteuerungen machen und kann zum Beispiel aus dem Homeoffice arbeiten in der Firma. Man kann aber auch als IT-Techniker, sag ich mal, Wartungszugänge realisieren, dass man sich auf einen Firmenserver aufschaltet. Das Ganze ist eigentlich recht praktisch. Das Problem daran ist allerdings, dass viele Administratoren und auch viele Privatanwender scheinbar nicht verstehen, wie man mit so einem Protokoll richtig umgeht. Das Problem in dem Fall war eben, dass diese Datensätze jetzt in diesem Darknet, in diesen Foren angeboten werden, weil sie eben relativ leicht abgefischt werden konnten. Entweder waren es total simple Passwörter, die verwendet wurden, oder die Zugänge sind eben komplett nach außen hin verfügbar. Also hierbei handelt es sich natürlich um Server, die nach außen verfügbar sind. Die kann man da sich natürlich anbieten. Ja, wofür verwenden die Kriminelle? Einmal natürlich, um Malware auf den Systemen zu installieren, um Daten abzufischen. Zum anderen aber natürlich auch für DDoS-Attacken, also gegen andere Server wiederum. Und das macht die ganze Sache so interessant eben für die Angreifer. Warum, ja, brauchen die solche Datensätze oder was wollen die damit? Ja, und das Problem an der ganzen Geschichte ist eben, dass viele sich nicht dessen bewusst sind, dass man sowas ziemlich leicht rausfindet. Also das Internet ist ja, wie soll ich sagen, es gibt ja kaum Orte, die man nicht entdecken kann. Oder gerade im IT-Bereich, sag ich mal, ist es sehr einfach, das Internet abzusuchen mit einem einfachen Portscan über mehrere Millionen IP-Adressen hinweg und findet dadurch natürlich Services. Der Port für RDP für Remote Desktop ist der 3389, das ist ein Standardport, der von Microsoft eingesetzt wird. Ist der außen, nach außen hin verfügbar? Das ist zum Beispiel bei einem VPS, bei einem Virtual Private Server, den man sich bei einem Hoster mietet, oder bei einem Root Server, einem Dedicated Server, ist es sowieso so, dass dieser Port in allen Regelfällen immer nach draußen hin öffentlich ist, außer man hat das Teil hinter einer Firewall. Das machen die allerwenigsten, das ist allerdings eigentlich mit das Sinnvollste, was man machen kann. Wir zeigen jetzt in diesem Tutorial, lange Rede, kurzer Sinn, wie ihr diesen Port abändern könnt, damit ihr eben nicht in diese massenhaften Scan mit reinfallt. Natürlich ersetzt diese Portänderung keine Sicherheitsmaßnahmen auf dem System, das heißt sichere Passwörter verwenden, aktuelle Patches, Virenschutz, Firewall, das ersetzt es natürlich nicht, aber es ist schon mal ein Anfang, um eben in diese massenhafte Suche nicht mit rein zu geraten, weil es wird halt, die Angreifer machen sich da auch im ersten Moment leicht, der Standardport abgegrast und Standardpasswörter. So, und wenn ich diese zwei Mechanismen schon mal, in diese zwei Kategorien schon mal nicht reinfalle, dann funktionieren diese Mechanismen nicht. Theoretisch kann ich, ja, Portnummern im Bereich, ja, 1025 bis 65.535 verwenden. Muss halt immer gucken, dass dieser Port nicht vielleicht von meinem Webserver verwendet wird, das ist dann auch unklug. Ich neige dazu, immer da im, ja, vorne hinein Portnummern zu nehmen, die eben nicht so gängig sind. Also die bei diesen gängigen Angriffen, was ist so gängiger Angriff, ist 80443 Web 8080 zum Beispiel, 3128 Proxy zum Beispiel, 22 SSH, 25 SMTP, solche Sachen, also diese Standardports, die verwende ich schon mal gar nicht mehr für solche Dienste, für solche Wartungszugänge, sei es jetzt Remote Desktop. Besser ist es natürlich, also da braucht man nicht lang drüber zu reden, wenn man so eine Remote Desktop Verbindung einfach hinter eine Firewall packt und verbindet sich über VPN. Das heißt, ich verwende keine solchen Ports und ich gebe dann diesen Port einfach, ja, in mein Windows ein, in meinen Windows Server, muss den dann einmal rebooten und dann kann man sich auf diesen Server verbinden.
wie sieht das Ganze jetzt aus? Wie kann ich sowas ändern? Ich rufe einmal das CMD auf, beziehungsweise ich könnte jetzt auch hier direkt eingeben. Das ist ein Eintrag in der Registry. Ich könnte auch direkt mit RegEdit arbeiten. Ich gebe es jetzt hier einfach mal ein, weil ich jetzt schon das CMD offen hatte. Gut, jetzt kommt eine schöne UAG-Abfrage, die beantworte ich jetzt mit Ja. Und jetzt kann ich hier unter, wir rufen das Ganze mal auf, unter dem Key, High Key Local Machine System Current Control Set, wo haben wir es denn? Bin ich jetzt blind hier? Moment. Ah, Current Control Set, genau. Control, und da gibt es dann den Terminal Server und da gibt es wiederum den Punkt WinStation. Das Ganze ist übrigens auch im Artikel, also ihr müsst jetzt hier nicht über das Video das Ganze rausfummeln. Und hier gibt es dann RDP TCP Port Number, da suchen wir jetzt mal nach der Port Number. Hier unten haben wir das, können wir das öffnen. Wir stellen das Ganze mal um auf Dezimal. Dann sehen wir hier der Standardport 3389 TCP und den stellen wir jetzt einfach mal um auf 1026 zum Beispiel. Ihr könnt euch da irgendwas raussuchen. Wie gesagt, ich würde schauen, dass es keine andere Standardportnummer ist. Das wird zwar auch funktionieren und das ist auch sehr unwahrscheinlich, dass da ein RDP-Angriff auf sowas folgt, aber ich würde einfach mal irgendwas nehmen, was jetzt nicht so bekannt ist, dann wird auch nicht so viel abgescannt. Und jetzt gehen wir mal auf OK. Und wichtig ist, dass es wie gesagt in Dezimal ist. Seht ihr hier, kann man umswitchen, außer ihr gebt das in Hex ein, dann müsst ihr das halt umrechnen. Ich gebe das in Dezimal ein. Und jetzt müsst ihr die Workstation, euren Server, wie auch immer, einmal durchbooten und dann ist das Ganze wieder aktiv. Wenn ihr das wieder zurückändern wollt, gleiches Spiel, hier einfach wieder 3389 eintragen und dann passt die Sache. Wie könnt ihr dann connecten? Es ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst, wenn ihr dann euren Remote Desktop Client öffnet, müsst ihr einfach nur die Portnummer hinten ranhängen an den Host. Zum Beispiel, wenn euer Host jetzt ist, meinserver.de, dann hängt ihr einfach, wenn ihr den Port 1026 habt, Doppelpunkt 1026 hinten ran und könnt euch dann verbinden. Ja, wie gesagt, ein probates Mittel, sowas kann man machen und da ist man dann schon ein bisschen geschützt. Wie gesagt, besser ist natürlich das Ganze hinter eine Firewall zu packen mit einem VPN. Die Schutzmaßnahmen, die ich vorhin schon genannt habe, die ersetzt der ganze Trick natürlich nicht. Die sollte man weiterhin beachten. Und diese Pressemitteilung ist mal wieder ja ein Zeichen dafür, dass im Internet einfach alles seinen Wert hat. Jeder Datenbestand, den man irgendwo hat, den man irgendwie verkaufen kann, der hat eben seinen Wert. Und wenn es nur irgendwelche Server sind, mit denen man DDoS-Angriffe machen kann, das hat alles seinen Wert und es wird auch genutzt und verkauft und das ist halt mal wieder ein gutes Beispiel dafür. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns natürlich wieder über Feedback zu unseren Videos. Zum Schluss nochmal, weil wir schon mal im Thema Security sind, vielen Dank auch für die Teilnahme an unserem CT Desinfect Gewinnspiel. Die Gewinner sind bereits benachrichtigt und ihr bekommt natürlich eure CT zugeschickt mit einem kleinen Goodie von Kurs O4U. Und für die anderen, vielen Dank für die Teilnahme und vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Steffen Kolb von Kurs O4U Tech.